Ja, es gibt so einige dumme Leute, die dumme Dinge tun auf dieser Welt. Und Klimaaktivisten sind definitiv ein paar davon. Heute schauen wir uns mal Leute an, die absolut abgefuckte Sachen tun, wo man sich einfach nur denkt, yo, alles gut bei dir? Wieso machst du das? Und wir fangen direkt mit dem Besten an. Vor 2 Tagen haben Aktivisten einfach Suppe über die Mona Lisa geschüttet. Okay. Und jetzt? Was bringt das jetzt? Yo, super. Ihr habt irgendeine Suppe über ein ungefähr 900 Millionen Dollar wertes Gemälde gespritzt. Und jetzt? Was habt ihr jetzt davon? Ich kann nicht mal die Message verstehen, die ihr mir hier gerade sagen wollt. Ich verstehe kein Wort, aber ich denke mal, sie wollen aufmerksam auf irgendetwas machen. Klimaschutz oder keine Ahnung was. Aber was hat die Mona Lisa jetzt damit zu tun? Was kann die jetzt dafür, dass irgendwelche Brees den ganzen Tag Öl am Pumpen sind? Und was erwarten die sich jetzt von der Aktion? Ein auf, dass sich jetzt jeder Präsident des Landes zusammenschließt und allem ein Ende gesetzt wird. Alle Autos werden verboten, Internet wird abgeschafft, die meisten würden Anfall nach 3 Stunden bekommen, weil sie schon zu lange kein TikTok mehr geschaut haben. Und by the way, vor der Mona Lisa ist nochmal ein extra Glas. Also, ihr geht's gut. Der nächste ist einer aus der alten Generation. Ein OG-Klimaaktivist. Wow, einfach Konfetti. Er macht so auf süß, bisschen Konfetti, damit alles schöner aussieht. Der hat noch Angst vor den Konsequenzen und nimmt nur Konfetti und haut nicht direkt seine Sonntagssuppe über das wertvollste Gemälde der Welt. Aber auch hier, wo ist der Sinn? Okay, krass, er hat mal kurz für eine kleine Show gesorgt und hat einen viralen Clip. Aber das bringt wirklich gar nichts für Stop Oil. Niemand wird jetzt auf einmal aufhören, nach Öl zu graben, nur weil er diesen Opa da rumhüpfen sieht. Ich glaube, man braucht da andere Methoden. Es muss doch einen besseren Weg geben, das Klima und die Welt zu retten. Oh, sh**. Here we go again. Okay, oha, die wollen einfach an das Skelett von dem Dinosaurier. Hä? Und was bringt das jetzt? Yo, okay, sie übertreibt. Die Welt wird sich jetzt denken, oh Scheiße, ihr meint es jemand richtig ernst. Ihr habt mich überzeugt. Ich höre auf, mich jetzt zu erwärmen. Okay, sie stellt sich tot. Natürlich, der nächste Trick aus dem Sortiment. Und sie fässt sogar wirklich den Dinosaurier an. Yo, das ist savage. Und, yep, die wurden natürlich alle verhaftet. Hat original 0 Beitrag geleistet zum Umweltschutz. Ihr wolltet nur die Security und den Dinosaurier abf***en. Lasst ihn doch mal chillen, Mann. Ja, was ist das Fazit von Klimaaktivisten? Bringt nichts, braucht niemand, nervig, dumm. Nervig und bringt nichts. Naja, switchen wir von Dingen, die nichts bringen, zu Dingen, die auch nichts bringen, aber lustig sind. See, it works. Yo, okay, alleine das. Dass sie das Puzzle hochgehoben hat, hat schon mehr Beitrag zu einer besseren Welt geliefert als die hier. See, it works. It works. I told you. It's a little puppy dog. That was cool. Yeah. Oh, oh, der Bruder hat kurz seine inneren Gedanken gewinnen lassen. Die Arme hat einfach Stunden daran gebastelt, nur dass er am Ende das Ding an die Wand klatscht. Das ist dieser, ich lass mich von dir scheiden und nehme dir deinen ganzen Besitz und die Kinder weg, Blick. Und ich glaube, der hatte eigentlich nur ein persönliches Problem mit dem Hund, der da an diesem Körbchen gechillt hat. Goofy, ah, da bekommt man ja nur Lust reinzuschlagen. Oh Mann, wieso weiß ich jetzt schon, dass das nicht gut enden kann? Es ist nur noch diese eine letzte Wand, die er überwinden muss und dann hat er das Rennen geschafft. Der hat sich kurz schlafen gelegt. Schlaf, Kindlein, schlaf.
Das hat geslappt wie so eine Scheibe Käse, die man irgendwo gegenhaut. Egal, er hat es trotzdem versucht. Wie kommt diese Situation schon wieder zustande? Wer auch immer auf diese Idee kam und die Jungs dazu überredet hat, King, das ist jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Na, was war das denn? Da ist einfach alles schiefgegangen, was nur schiefgehen konnte. Oh Mann, ey. Ich würde mal sagen, Challenge nicht bestanden. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Also erstmal nochmal an das liebe YouTube-Team. Wie gesagt, keine Person hat sich verletzt. Das ist alles ein geprobter Stunt und das Auto ist auch nur aus Plastik und fährt nicht zu schnell. Und zweitens, was ging da gerade alles ab? Also erstens, der Typ, der plötzlich in dem Auto saß, Bro, der wurde da einfach reingeworfen. Am Ende sieht das so aus, als hätte er das geplant und wäre er da reingefahren in die Menge. Wie er da so ganz gechillt am Ende sitzt. Und dann, anstatt er das Ding einfach zum Bremsen bringt, na, Bro, raus mit dir. Er macht so einen Actionsprung raus aus dem Teil. Aber wenigstens gab es noch einen engagierten Typ, der die extreme Lage erkannt hat und wie ein Superheld da reingejumpt ist und das Auto stoppt. Solche Leute wie die brauchen wir mehr auf der Welt. Und solche Leute wie ihn hier, die können wir gleich vergessen, Mann. Im nächsten Clip sehen wir eine Familie, deren Flug gecancelt wurde. Also bei mir wurde bisher noch kein Flug gecancelt, aber ich habe tatsächlich schon mal einen Flieger verpasst, weil ich mir dachte, joa, ich mach entspannten. Reicht doch, wenn ich eine Stunde vorher da bin. Ja, leider war dann schon der Check-in geschlossen und damit alles zu spät. Ich saß dann so richtig mad am Flughafen und währenddessen wurde auch noch mein Name durchgerufen, dass ich fehle. Ja, ich weiß, dass ich fehle, aber ich kann jetzt auch nichts mehr tun, weil euer Personal schon das Check-in geschlossen hat. Naja, wie auch immer. Mal schauen, wie es der Familie so dabei geht. Yo, okay. Der Flug wurde nur gecancelt. Die tut so, als würde gerade die Welt untergehen und alle ihre Freunde sterben. Bro, das ist crazy. Die ist ja komplett am Durchdrehen. Was war das hier? Yo, komm runter. Welcher Dämon ist in dich geraten? Ich check solche Leute echt nicht. Wieso machen die das? So, ja, okay, cool. Du hast es jetzt jedem gezeigt, dass du sauer bist. Jeder hat es mitbekommen. Reicht auch. Was denkst du, was jetzt passiert? Einer auf die geben dir jetzt Privatjet gesponsert, damit du nicht mehr böse bist. Hier, Arsch bekommst du. Du darfst jetzt erstmal 15 Stunden am Flughafen warten, bis der Ersatzflug kommt. Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf verbessert die Sicherheit ihrer Geldautomaten durch eine Aufrüstung, um möglichen Angriffen vorzubeugen. Okay, dann zeig mal her. Ja, also ich habe keine Ahnung, ob das wirklich irgendwelche Bankräuber stoppt. Aber was ich weiß, dass das ein verdammt guter Spot ist, um den nächsten Rave zu starten. Da kann man Real Talk eine Party drin feiern. Das ist einfach neuer Club. Die Sparkasse wollte eigentlich was Gutes tun und Räuber abschrecken. Und stattdessen werden jetzt ein paar Jugendliche eine dicke Fete da drin veranstalten. Yo, what the f***? Isst du wirklich dein Essen in der Dusche? Und einfach die Dr. Pepper Dose steht in der Shampoo-Halterung. Klasse, und der Hennessy steht auch noch da unten. Ja, guten Hunger, ne? So lässt es sich doch speisen. Das ist mal ein vorzügliches Mahl. Wieso sollte man auch an einem Esstisch essen, der extra dafür gemacht wurde, wie ein normaler Mensch, wenn man auch einfach in der Dusche essen kann? Da spart man auch richtig viel Zeit. Und wisst ihr, wie man auch richtig viel Zeit spart in der Schule? Keine Ahnung, ich auch nicht. Ich habe nur nach irgendeiner Überleitung gesucht, aber ja, drauf. Hier klettert ein Mädchen in den Spind in der Schule, um herauszufinden, ob sie halt reinpasst. Das sind die Dinge, die mich täglich beschäftigen. Since nobody wants to let me in the TikTok, I'm going to fit in my own locker. Look what I just did. The door shut. Oh, I almost shut it on myself. The door shut and everything. I know. This isn't my locker. Oh, it's
38, right? I'm 36. Wie, das ist nicht dein Spind. Hast du das nicht gerade eben noch angekündigt? Okay. This isn't open. Oh. Why the freak would you get in some random ass? Because it was the only one open. Open your own locker. No, there's no point in that. Okay, it's combo. I already told you, it's 45, 25, 41. Und jetzt geht der einfach nicht mehr auf. Ich sag ehrlich, haha, selber schuld. Wieso sagst du auch, dass es deiner ist, wenn es nicht deiner ist? Perfekt, die ist jetzt da drin und niemand weiß, wem der Spind gehört. Das heißt, sie können auch niemanden nach den Schlüssel fragen. No. Oh my god, y'all are literally... Go get somebody or something. I need to get out of this locker. Guys, it's literally... It's literally... Oh my god, guys! It's literally so hot in here. Please get me out. Okay. Oh ja, genau das hat sie verdient. Die ist schon am Heulen. Da sieht man mal wieder die natürliche Selektion. Selber schuld, wenn du solche dummen Sachen vorhast. Eigentlich müssten ihre Freundinnen jetzt auch wegrennen und morgen erst wiederkommen. Obwohl, das sind Mädchen. Wären das jetzt Jungs, dann wäre das safe passiert. Meine Homies hätten mich da einfach drin gelassen für einen Tag und wären gegangen. Naja... Wisst ihr, wer jetzt auch geht? Ich! Und damit, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ciao, ciao!